Ja, einen schönen guten Abend zu diesem kleinen Tutorial und zur Frage, wie kann ich in Videokonferenzen Abstimmungen organisieren, die geheim sind und mir dennoch erlauben, herauszufinden, wer sich in der Abstimmung wie verhalten hat, beziehungsweise ob alle Mitglieder einer Konferenz abgestimmt haben. Das ist an Universitäten wichtig in der Gremienarbeit, in Berufungsverhandlungen, generell überall dort, wo akademische Selbstverwaltung Entscheidungen herbeiführen muss. Und diese Abstimmungen kann man entweder öffentlich stattfinden lassen, indem man schlussendlich einfach durch Handzeichen abstimmt. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen Mitglieder auf einer Geheimabstimmung beharren und diese Geheimabstimmungen auch satzungsmäßig vorgeschrieben sein können. Und jetzt ist es so, dass Sie, wenn Sie mit Videokonferenz-Tools arbeiten, das wissen Sie zum Beispiel aus Adobe Connect, dass Sie dort Abstimmungen organisieren können oder auch in Zoom ist das auch möglich. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie sieht denn das eigentlich aus in Jitsi, ja? Also wie organisieren Sie sich da eine Abstimmung oder in Microsoft Teams oder in Google Suite mit Hangouts Meet? Ja, die Antwort ist relativ einfach für Microsoft und für Google. Die sagen, benutzt einfach unsere Formulare, um Umfragen zu erstellen. Das wollte ich erst gar nicht so richtig glauben, aber dann habe ich mich in Office 365 umgeschaut. Sie erinnern sich, damit habe ich gestern versucht, Ihnen zu zeigen, wie man einfach Aufgaben generieren kann für die Online-Lernumgebungen. Bin auf MS Teams gegangen und habe geschaut, ja, wie erstellen wir denn eine Umfrage in Microsoft Teams? Und dann wird mir ehrlich angeboten, ich soll doch Google Forms benutzen. Okay, dann kann man das auch gleich machen. Dieselbe Antwort im Übrigen gibt Google Suite. Also das heißt, setzt auf unsere eigenen Formularanwendungen und baut euch die Umfragen und Anfragen, so wie ihr das möchtet. Entsprechend sind diese Tools aber auch mächtig. Das heißt, ich kann mit ihnen sowohl Aufgaben als auch Umfragen, als auch Quizzes jeder Art mit Punktvergaben, ich habe das gestern kurz vorgeführt, erstellen und in Umgebungen einbetten. Ich habe aber auch gezeigt, dass ich diese Umfragen auch in Umgebungen einbetten kann, die mit Microsoft Teams gar nichts zu tun haben, nämlich zum Beispiel in Matrix. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man Matrix durchaus als Chat-Umgebung benutzen kann und dann aber ein Microsoft Teams-Formular einsetzt, um eine Umfrage durchzuführen. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich heute früh ausprobiert, und zwar mit dem Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, dem Herrn Funke, weil er genau diese Frage gestellt hat. Und weil ich das aufgezeichnet habe in einem Loom-Video, blende ich das jetzt ein, schalte mein Mikrofon stumm, lasse das einmal durchlaufen und kommentiere es danach noch wieder aus. So, das schalte ich jetzt mal kurz auf. Schalte jetzt meinen Ton ab und wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem, ja, sehr handwerklich sehr dreckigen Video aus der Arbeitskiste unserer Matrix-Webgruppen. Ja, guten Morgen, Herr Funke. Es gibt jetzt ein Quick and Dirty Video, wie man am besten Abstimmungen erstellen kann. Das vorhin gepostete Doodle oder das Doodle der TU Dresden sind dafür nicht geeignet. Und wenn es vor allen Dingen um Abstimmungen im Fakultätsrat geht oder in Gremien, braucht man eine etwas sensiblere Variante. Den Hintergrundlärm bitte ich mal zu entschuldigen. Ich bin im Office Homeschooling, wie man so schön sagt. Gut, okay, also Microsoft Forms, das ist jetzt die Wahl der Stunde. Und zwar nicht nur nach einem, wir arbeiten hier nicht mit einem Quiz, sondern wir arbeiten mit einem ganz normalen Formular. Ihre Entscheidung zum aktuellen Top im Fakultätsrat EWI. Neue Frage hinzufügen. Text. Ihr Name. Der ist erforderlich. Neue Frage hinzufügen. Auswahl. Entscheidung zum aktuellen Top.
Option 1, Zustimmung. Option 2, Ablehnung. Möglichkeit 3, Enthaltung. Diese machen die als markieren die als erforderlich und sagen dann, damit sind wir eigentlich dann fertig. Das sieht ganz einfach aus. Jetzt zum Design wählen Sie was Schönes aus, was für die Ewi gut funktioniert. Ich nehme jetzt hier mal dieses frische Grün, passt auch irgendwie zum Frühling. Wichtig ist dann, dass Sie hier bei den Teilentscheidungen bitte das so machen, dass jeder, der den Link hat, antworten kann und Sie den Link kopieren und dann in die jeweilige Gruppe stellen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Indem wir ganz einfach zu Riot gehen. Jetzt nehme ich Sie auf, ohne dass Sie das wissen. Ich hoffe, Sie sehen mir das noch. So, also. Moment. So, also dann. Abstimmungsformular. Bitte alle kurz testen. Danke. So, mal schauen, ob da jemand jetzt drauf reagiert. So, wir schauen mal auf die Forms. Hier wäre Ihre Entscheidung zum aktuellen Top. Alle können wir das noch korrigieren, schnell zum aktuellen Top. Im Fakultätsrat Ewi. So, okay. Speichern das mal ab. Mal sehen, ob da jemand drauf reagiert. Ansonsten muss ich das schnell sauber machen. Oder wir warten einfach mal ganz kurz. Hat. Ja, Tatsache. Also das heißt, das ist relativ einfach. Jetzt sieht man hier die Zustimmung, Ablehnung ohne einen Namen. Also es ist ideal, wenn man das Ganze nachprüfen will, dann lädt man das Excel-File einfach schnell herunter. Und jetzt folgendes, warum warum man das immer wieder benutzen kann, ist, man sieht einfach zu welcher Uhrzeit abgestimmt worden ist. Das heißt, 10.05 Uhr weiß man dann, ja, das ist die Abstimmung zu Top 1. Und kann dann immer im Formular bitten, und jetzt tragen Sie wieder im Formular bitte zur Abstimmung Top 2 ein. Und dann ergibt sich hier untereinander eine Liste und man kann immer sagen, bis zum Top 2 hat man dann eine andere Möglichkeit. Das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal, es ist nämlich gerade noch die zweite Antwort eingetrudelt. Das sieht man hier. Wenn Sie dann das Excel-File wieder herunterladen, dann wäre das dann eben zu einem späteren Zeitpunkt und sieht man dann tatsächlich hier die Ergebnisse einfach später zum späteren Zeitpunkt, wenn Sie dann zum Beispiel Tagungsordnungspunkt 2 aufrufen. Okay, also das kann man mit Microsoft Forms eigentlich sehr schnell einrichten. Microsoft Office 365. Voraussetzung wäre, dass einfach jemand in Ihrer Fakultät am besten im Dekanat Zugang zu diesem Tool hat. Ja, die Server stehen in Deutschland, also es ist datenrechtskonform. Und wenn Sie die Abstimmung so gestalten, ist auch unklar, worüber Sie abstimmen. Insofern ist es vollkommen nebensächlich. Ja, also vielen lieben Dank und ich hoffe, das hilft schon mal weiter. So, jetzt sollte man mich wieder hören. Also Sie sehen, das ist ein sehr, sehr einfaches Tool, mit dem man sehr praktikabel und vor allem schnell in bestimmten Situationen reagieren kann. Und wenn man ein bisschen technisches Know-how hat und sich das Ganze zutraut, kann man aus MS Teams heraus ein
wirklich mächtiges Tool machen. Ich weiß, es gibt starke Verfechter dafür an der Universität. Wir werden mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Allerdings richten Sie sich auch darauf ein, dass keine Empfehlung für MS Teams ausgesprochen wird oder für Office 365. Ich halte es dennoch für ein wunderbares Tool, mit dem man großartig arbeiten kann. Und wenn man es so macht wie hier, das heißt, wenn man in diesen Forms selbst nicht Inhalte der Tagungsordnungspunkte präsentiert, sondern einfach nur eine Struktur hat, nämlich nehmen Sie bitte Stellung zu Frage 1, nehmen Sie bitte Stellung zu Frage 2, dann kann auch niemand, der diese Daten abschöpft, mit Ihren Informationen irgendetwas anfangen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das erstmal ein Einblick war, wie schnell man arbeiten kann. Das Gleiche gilt im Übrigen für Google Forms. Auch hier ist man rasend schnell an dem Ergebnis, das man zur Umfrage stellen kann. Sodass auch, wen wundert's, Hangouts Meet über keine Abstimmungsfunktion verfügt, sondern auch Google setzt auf separate Formulare. Ja, also in diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren und ich sag's recht zuversichtlich, auf bald. Einen schönen Abend.